meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute die letzte Folge für dieses Jahr. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Treue, eure Kommentare, eure Likes und natürlich auch für die Abos im letzten Jahr bedanken. Heute machen wir deswegen nochmal was aus dem Stall, weil ich dachte, na, ich hatte so viele Laber-Videos. Jetzt müssen wir mal wirklich was wieder aus der Praxis machen. Und zwar zum Thema Bodenarbeit. Den Weg weisen. Und was das bedeutet, das erkläre ich euch jetzt. Wie ich eingangs sagte, arbeite ich heute mit der zweiten zentralen Aufgabe im Bereich der Bodenarbeit. Und das heißt, dem Pferd den Weg zu zeigen. Naja, jetzt sagt er, naja, prima, der kann keine Landkarte lesen. Nee, kann er nicht, aber er kann uns lesen. Und die Übung, die ich meine, ist einfach, dass das Pferd dem Finger folgt, beziehungsweise auch der offenen Hand. Jetzt fragt er euch, wofür ist denn das wichtig? Das ist wichtig in dem Moment, wo ich zum Beispiel das Pferd an mir vorbeischicken möchte. Jetzt sagt ihr, naja, das Pferd soll mich nie überholen, wo brauche ich denn das? Zum Beispiel beim Verladen. Ihr bleibt auf der Rampe stehen und sagt dem Pferd, geh mal da hinein. Das heißt, das Pferd sollte bis dahin gelernt haben, diese Signale von euch in der Körpersprache zu lesen, zu beherrschen und auch zu befolgen. Zweite Übung, wo ihr das mit dem Fingerzeig braucht, ist zum Beispiel, wenn ihr anfangt, junge Pferde zu longieren. Warum? Ihr müsst es mit der rechten Hand können, ihr müsst es mit der linken Hand können, weil nur in dem Moment kriegt ihr das Pferd von euch weggeschickt. Wer kennt das nicht? Ich habe die Nicht-Lieblingshand meines Pferdes und auf einmal fängt das Pferd an, blöd zu werden. Es fängt an, auf mich zuzukommen, sich in die Longe zu drehen, von mir wegzudrehen und, und. Ja, das heißt, in dem Moment ist meine Körpersprache nicht eindeutig. Hat das Pferd aber gelernt, auf den Fingerzeig in diese Richtung zu gehen, habe ich mit meiner weiteren Hand die Möglichkeit, das Hinterteil des Pferdes zu beeinflussen. Ihr müsst euch immer vorstellen, ein Pferd guckt nicht so wie wir. Ja? Wir sind darauf ausgerichtet, als sehr hohe, nicht im Beuteraster unten stehende Tiere nach vorne zu schauen. So sind auch unsere Augen angeordnet. Das ist beim Pferd anders. Das Pferd hat die Augen seitlich, um auch hinter dem Körper bzw. seitlich am Körper etwas zu sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch das immer vor Augen haltet. Wenn ihr hier anfangt, hektisch zu werden, aber hier keine Hand kommt, die imaginal nach vorne treibt, wird das Pferd euch nicht verstehen. Das sieht nur hier vorne das Gefuchtel und wird dem Gefuchtel ausweichen, was ja als Fluchttier vollkommen normal ist. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt. Und wie gesagt, ich drösel das extra so auf und mache auch kleine Einheiten, weil diese Übung mit dem Entspannen, Führen, das Pferd muss mir folgen, sind immer die Basissachen. Und die muss ich, bevor ich mit dem Pferd etwas Neues mache, immer abfragen. Immer vom Bekannten zum Neuen. Ja, klappt das eine nicht, brauche ich mit dem Neuen gar nicht erst anfangen. Das ist dann so ein bisschen so, als wenn ihr eine Grundrechenart nicht verstanden habt und euch legt auf einmal einer da eine Kurvendiskussion hin. Wenn du nicht addieren kannst, wenn du nicht multiplizieren kannst oder potenzieren, dann wirst du mit einer Kurvendiskussion an die Grenzen des Machbaren stoßen. Und so ist das beim Pferd auch. Die Grundbasis muss immer erst einmal abgefragt werden. Bist du fit? Hörst du zu? Wie bist du drauf an dem Tag? Und von da aus geht es dann erst weiter. Ja, und deswegen zeige ich euch auch erstmal diese ganz zentralen Übungen, bevor wir anfangen, ein Pferd seitwärts zu schicken. Ich weiß immer, alle wollen immer ja und hier und Gerte da anlegen und da anlegen. Und ich sage euch gleich, das sind immer genau die Leute, wo die Pferde nicht auf die Körpersprache der Führenden reagiert. Ja, und das ist das Wesentliche.
reagieren die auf euch. Braucht ihr nur selber die Beine kreuzen, kurzes vorsichtiges Zeichen geben und das Pferd wird seitwärts gehen, unter der Voraussetzung, dass ihr an der richtigen Stelle immer wieder auch korrigieren könnt. Und korrigieren könnt ihr nur, wenn das Pferd im Prinzip vorher diese Grundrechenarten, nenne ich es mal, beherrscht. Also fangen wir heute mal mit der Lektion an, den Weg zu weisen. Dann schauen wir uns das Ganze mal auf dem Reitplatz an. So, jetzt hier erstmal die ersten Abfragen. Hört das Pferd mir zu? Ne, das Pferd guckt jetzt in eine Richtung so und sagt, na, da hinten ist viel spannender als bei dir hier. Also hier erstmal wieder dieses Nachgeben am Knotenhalfter. Öhrchen sind immer noch ein bisschen vorne. Erstmal abwarten, bis das Pferd so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit zu mir kommt, beziehungsweise in eine entspannte Haltung geht. Das ist immer das A und O. Ne, man erkennt, oh, da hinten ist noch ein Geräusch, da ist noch ein Geräusch. Also da wird noch ein bisschen rumdiskutiert. Ne, jetzt auch hier so ein bisschen Diskussion. Also wird nochmal gelaufen und dann an entsprechender Stelle nochmal angehalten, um dann nochmal die gleiche Disziplinierung zu machen. Hier jetzt direkt dreht er sich so ein bisschen in eine neutralere Position und fängt schon früher an, so ein bisschen nachzugeben, aber manchmal knistert und knackt es halt im Busch und dann muss man halt doch noch mal ein bisschen gucken. Da müsst ihr geduldig sein, ja? Also wirklich immer warten, bis das Pferd bei euch ist. Alles andere ist Mumpitz. Das führt zu nichts. Die Geduld müsst ihr haben. So, jetzt einmal kurz anführen, jetzt einmal gucken, ob ihr das Pferd auch von euch wegdrehen könnt mit der Hand. Und dabei fangt ihr schon an. Man konnte das jetzt nicht so gut sehen, dass ich meinen Zeigefinger dahin bringe, wohin er laufen soll. Jetzt einmal kurz die Überprüfung. Bleibt er stehen? Bleibt er gelassen? Er ging jetzt zwar nicht in diese komplette Entspannungshaltung, aber man konnte sehen, Pferd hörte zu. Pferd versteht die Signale von Angehen, Nachgehen. Ihr merkt, der Strick hängt durch. Das heißt, an der Stelle möchte ich ganz konsequent, dass das Pferd meinen Körper liest. Auch jetzt, wenn ihr das Pferd zu euch hindrehen lasst, ja, achtet wirklich darauf, dass euer Pferd euch respektiert in dem Moment und nicht in die Hacken latscht. So, jetzt hier der erste Versuch, dieses Finger zeigen, total übertrieben mit der Longe in der Hand. War jetzt so ein bisschen schade, dass er sich vor die Kamera gedreht hat, weil sonst hätte man das sehen können. Hier wieder der nächste Versuch. Ich gehe so ein bisschen mit, um ihm klar zu machen, ja, du machst das richtig, weil ich mich im Prinzip komplett der Längsachse des Pferdes hinstelle, vorne zeige und hinten meine Finger tutu komplett öffne, um das Pferd mehr oder weniger mit meiner freien rechten Hand anzutreiben und von mir wegzutreiben. So, das probiere ich jetzt so ein paar Mal. Ich zeige es. So, genau. Dann könnt ihr sehen, ich mache eine Bewegung, eine kleine rotierende mit meiner rechten Hand, während die linke Hand das Pferd zur Seite schickt. Und das ist es eigentlich auch schon. Klappt das auf beiden Händen, könnt ihr die Lektion eigentlich an der Stelle schon beenden. Ich bin da wirklich immer dafür, lieber etwas weniger und das Pferd hört gut zu und reagiert gut und dann kann man auch da wirklich schnell aufhören. Deswegen zeige ich euch jetzt diese Szene hier auch nochmal das zweite Mal. Vielleicht ist dieses Wegweisen auch ein Zeichen für 2023. Ausblick ein bisschen für 2023. Ich wünschte mir, dass ihr weiterhin Kommentare schreibt, mir auch E-Mails schreibt, euch auch weiter hier einbringt. Ich beantworte gerne eure Fragen, wenn ihr dazu in eurer Reitstunde vielleicht nicht die Zeit habt, ja. Denkt immer dran, bei mir gibt es keine dummen Fragen. Stellt sie einfach, wenn sie genügend Inhalt bieten, dass ich sie so aufbereiten kann, kriegt ihr auch ein eigenes Video dazu. Und wie gesagt, also es gibt keine doofen Fragen, stellt sie. Ihr dürft mir auch gerne Ideen schicken mit Begrifflichkeiten für Pferdefragen, Petra-Fragen.
Das ist ja die Rubrik, die immer Mitte der Woche kommt, wo ich versuche, so innerhalb von circa einer Minute Begriffe aus der Reiterei zu erklären und auch auf deren Wortursprung einzugehen. Ja, also solltet ihr da auch komische Begrifflichkeiten haben, dürft ihr mir die natürlich auch schicken. Dann hatte ich vor, eventuell nächstes Jahr mal einen Live-Chat mit mir anzubieten, irgendwie mal am Wochenende vormittags oder abends oder wie auch immer, wo wir mal in den Dialog miteinander treten können, vielleicht auch unter einem bestimmten Thema, wenn ihr Lust habt. Ja, auch da waren so Ideen, sich nochmal den neuen Medien etwas mehr zu öffnen. Und in dem Sinne wünsche ich euch und eurer Familie und den Ponys natürlich ein glückliches 2023 und freue mich, euch nächstes Jahr, sprich nächste Woche, hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss.